Moin liebe Freunde von Konoha und willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Ja, wir fahren fort. Wir sind jetzt im Windreich, wie man zweifelsohne sieht. Ja, wir sind immer noch auf der Jagd nach den Keingesichtsbanditen und nach den Kröten. Nach wie vor, also wir haben leider in dieser Aufnahmesession noch keine Kröte gefunden. Uns fehlen noch 3 Stück, so am Rande erwähnt. Und ja, ich bin mal gespannt, wo wir die letzten finden werden. Das wird sowieso alles noch sehr interessant hier. Wir gucken mal, ne? Wo wir fündig werden. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich hier ein paar Kisten zu... Habe ich die Kiste hier nicht geöffnet? Oh. Angriffspille eine. Mensch, da bin ich ja fahrlässig gewesen. Oder? Nicht mal die Kiste hier abgestaubt. Ist ja unglaublich. Nee, 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 Lars. Was ist da los? Was ist da los, Mignon? Einmal mal die Kiste. Sag mal. Geht doch. Super Verteidigungspille, aber keine Kröte hier, ne? Nicht eine Kröte. Nee, nee, nee. Das finde ich nicht gut. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, bitte. Ja, sag mal. Danke. Geht doch. Geht doch! Geht doch! Oh Mann, ich liebe diese Werbung. Die war früher so cool. Ehrlich. Das war, glaube ich, so ein Hotel. Heini, so ein, ja, wie nennt man die? Stuart? Keine Ahnung. Jedenfalls stand da so einer vor der Tür, hat dann eben halt immer höflich die Gäste begrüßt. Und keine Sau hat einfach mal zurückgegrüßt. Kenne ich von meiner Arbeit damals. Und, irgendwann hat er so die Schnauze voll davon, dass er den nächsten regelrecht anschnauzt, der dann auch zurückgrüßt. Und dann heißt es dann, geht doch! Geht doch! Das war so geil. Ich weiß nicht mehr, für welche Firma das dann eine Werbung war, aber es war so geil. Ich habe so gelacht, ey, als ich die gesehen habe. Herrlich. Ja, so war Werbung früher mal. Hier und dem. Nee, da ist gar nichts. Da herrscht gehende Leere leider. Schade. Die Kiste zerstören wir noch. Gut, okay. Ich glaube, hier werden wir keine Kröte finden. Aber auch keinen Blumentopf. Ja. Ihr merkt, ich bin wieder mega witzig. Nein, bin ich nicht. Gut, dann werden wir jetzt erstmal Richtung Sunagakure gehen. Mal gucken, was wir da noch finden. Wir können ja danach immer noch Richtung Flusswald gehen. Bestimmt begegnen wir dabei auch... Oh, hier ist jemand. Hier hält sich ein weiterer Keingesichtsbandit auf. Guck an. So, Wundsalben. Wunderbar. Davon hatten wir ja am Anfang der Session ziemlich großen Bedürfnis, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Ziemlich großes Bedürfnis nach. Naruto wollte mal was für seine Haut tun. Natürlich. So, dann gucken wir mal, wer es denn ist. Es ist Neji. Der Shippuden Neji. Ich glaube, der hat Rang A im Bingo-Book. Na, da bin ich mal gespannt. Shippuden Naruto gegen Shippuden Neji. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schön, wir haben beide schon mal das Jutsu des Tausches gewirkt. Feigling, komm zurück. Oh, schade, fast. Mist. Nee. Ha 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 ha!
Da ist er down. Das ging schnell. Ich hätte gedacht, er würde länger durchhalten. Jawohl. Sehr gut. 10.000 für... Oh, 10.000 für Neji. Eieieiei. Was ist denn da passiert? Tja. Jo, das war der einzige hier. Okay. Wundsalbe. Mhm. Geh nochmal die Kisten durch. Keine Sorge, wir schreiten gleich weiter voran. Im Bereich. Okay, den Bereich sind wir durchgegangen. Dann gehen wir jetzt mal in die stille Ödnis mit Blick auf die Mauern von Sunagakure. Hier ist einfach mal gar keiner. Auch nicht schlecht. Aber vielleicht gibt es dafür ein nettes kleines Kämpfchen gegen Banditen. Also gegen die normalen Banditen, meine ich. Gegen die müssen wir ja auch noch kämpfen. Danach will ich mal gucken, was Shizune da noch für ein paar Missionen hat, die wir vielleicht abschließen können. Also die Sparring-Mission, die dürften wir auf jeden Fall durchhaben. Ja, die haben wir ja gemacht. Nichts Besonderes in den Kisten. Schade. Keine Kröten hier. Noch schade. Gehen wir mal zum Tor von Sunagakure. Entschuldigung übrigens. Ui, was ist hier los? Gleich zwei davon. Einmal Gaara und einmal Shippuden Temari. Nee, ist nicht wahr, du. Gut, dann schnappen wir uns mal Gaara als erstes. Gegen den normalen Gaara. Beziehungsweise den Gaara, der sich bereits ein bisschen gewandelt hat. Der Gaara, der auch der Lehrmeister war von Mizuki. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich nennen. Matsuri. Mann, Matsuri. Oh Gott, ich komme mit den Namen schon ganz durcheinander hier. Hilfe. Was ist denn das hier? So. Trauerzug der Wüste wollte er anwenden. So, so. Und diesmal hat er es einigermaßen hingekriegt, uns aufzuhalten. Oh. War so klar. Hui. Ja, Gaara ist sehr langsam, das stimmt. Und da ist er down. Das war der normale Gaara. Ehemaliger Gaara, 5000. Oh ja. Immerhin, ne? Also ich würde sagen, die Bingo-Book-Liste wird langsam kleiner. Wie gesagt, ich überspringe die Dialoge jetzt mal. Oh, das ist die echte. Hoppla. Klar. Kann ich gerne tun, Temari. Kein Problem. Sandboulevard. Schon wieder eine Nebenquest?
will jetzt hier erstmal gucken, ob ich hier überhaupt irgendwo eventuell eine Kröte verpasst habe. Weil Sunagakure steht bei mir tatsächlich ziemlich hoch auf der Liste, was das angeht. Das ist ja auch ein relativ großer Bereich. Ich finde schon mal interessant, dass ich da nicht hoch kann. Genau, hier hatten wir damals eine Truhe gefunden, aber leider kein Frosch. Kein Froschschenkel für uns. So ein Scheiß aber auch. Können wir da hoch? Tatsächlich. Aber da ist leider kein Frosch. Moment, wir können... Können wir auf die Brücke? Echt jetzt? Können wir auf die Brücke? Das will ich mir... Das will ich jetzt... Jetzt bin ich ja neugierig. Das will ich jetzt mal... Hallo? Achso, geht ja nicht. Muss über den Shop hoch. Ist ja gut. Die Mail vor allen Dingen. Die Nachricht ist angekommen. Tatsächlich, wir können da rauf. Okay. Und da ist tatsächlich ein Frosch. Gamatora! Damit sind es jetzt nur noch zwei. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da hochkomme. Ja, man muss tatsächlich wirklich mal alles probieren hier, ne? Oh! Hier gibt es sogar noch Erfahrung. Ich glaub's ja wohl nicht. Habe ich einfach mal hier Erfahrung verpasst. Nee, 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 Lars. Kankuro hat eine Aufgabe für uns. So wie es aussieht. Hallo, hübsche Frau. Du siehst genauso aus wie deine Schwester. Nur, dass die halt in Konoha lebt. Warum ist da hinten eigentlich jetzt ein grüner Punkt? Das riecht doch schon wieder nach Ärger. Komme ich da hoch? Nee, schade. Aber jetzt probiere ich wirklich alles aus. Ah ja! Temari trifft auf Fake Shikamaru, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es wegen Kankuro von uns. Sollte ich vorher speichern? Ich speichere vorher mal. Ich glaube, das ist besser. Mensch, wir haben eine eine Schildkröte. Wir haben eine weitere Kröte erwischt. Sehr geil. Dann speichern wir mal kurz, dann gucken wir mal, was Kankuro von uns möchte. Ja, der Matsuri-Klon. Mit den falschen Klamotten. Ja, hat sie sich im Kleiderschrank mal ein bisschen vergriffen. Danke. Ultimative Schnittholz. Kankuro sucht nach Schnittholz für seine Marionettenteile. Hilf ihm, Holz bester Qualität zu finden. Belohnung: Edelstein des Erfolgs 3-mal, so Fortschrift. Und Schwierigkeitsstufe 2. Natürlich. Gerne. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Jetzt habe ich es leider vergessen. Wenn es mir wieder einfällt, dann werfe ich es nochmal in die Runde. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich... Irgendwas hatte ich jetzt gerade im Kopf. Jetzt habe ich es weg. Es ist weg. Das ist... Da ist er ja. Toll, noch eine Liste.
Du hast Ibisus Memo. Es erklärt die Bedingung für beste Schnittholz. Ein Stück Schnittholz von einem Baum am Flussufer, gewachsen im hellen Sonnenlicht und umstanden von Blumen. Schnittholz finden. Entsprechend der Info von Ibisu solltest du dich zum Todeswald, zum Trainingsplatz und zum Konoha-Schnellweg begeben, um hochwertiges Schnittholz wie in deiner Notiz vermerkt zu bekommen. Also wirklich komplett in Konoha. Okay. So, hier trieb sich ja schon mal eine Kröte rum. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sich hier gleich direkt eine zweite rumtreibt. Das wäre wirklich das Zufall zu viel. Hier ist übrigens Sparky. Ja, das ist Sparky. Nee, hier ist keine zweite Kröte. Nee, nee. Gut. Um den kleinen Gesichtsbanditen kümmere ich mich später. Das mache ich nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal die Pilgerreise nach Konoha zurück. Um für ihn das Holz zu beschaffen und für sie das Dokument. Das soll ja auf dem Weg hierher verloren gegangen sein. Gucken wir mal, wo wir es finden. Ich werde jetzt ab jetzt mal die Kisten, die wir jetzt unterwegs begegnen, einfach mal ignorieren. Das heißt, falls es jetzt Banditenkämpfe gibt, die nehme ich natürlich mit, weil es geht eh nicht anders. Nö. Ich habe Glück. Zumindest in dem Bereich. In dem Bereich habe ich auch Glück. Hier liegt auch einfach kein Dokument rum, das irgendwie flöten gegangen ist, ne? Hm. Kurios. Na sowas. Okay. Also entweder ist das Dokument irgendwo, wo es nicht vermerkt ist. Es gibt Banditen. Geil. Ja, ihr wollt euren Anführer zurück. Das kennen wir schon. Aber ihr habt irgendwie die Kämpfe häufiger in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass ich das mit Teil 5 verwechsel. Weil, wie gesagt, der Teil kommt auch noch. Nicht direkt danach, aber der kommt noch. Die Chronicles-Reihe, die würde ich auch tatsächlich mal spielen, aber die Spiele habe ich leider nicht mehr. Die hatte ich mal, beziehungsweise ich hatte den ersten davon. Ich habe den irgendwann leider weggegeben. Jetzt habe ich den natürlich nicht mehr. Blöd. Ja, Triple Kill würde ich mal sagen, ne? Ein Jutsu so alles erreichen kann, Wahnsinn. Kann ich leider nicht überspringen. Schade. Tja. Und wieder habt ihr euren Boss enttäuscht. Nee, 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 nee. Mann, Mann, Mann. Gut, also Todeswald, Trainingsplatz und Konoha. War das Konoha Schnellweg? Habe ich das richtig verstanden? Ich hoffe mal, dass ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall organisieren wir Kankuro mal das Holz. Und die Musik wechselt. Geil. Ja, schon sind wir wieder in Konoha, ne? So schnell kann das gehen. Gut, Ibisu... Was? Achso, das sind nur Vögel, okay. Ich wollte gerade sagen, so, hä? So. Ah, ich sehe gerade auf der Uhr. Ah, das Tacho sagt schon, ja. Was? Moment. Okay. Ja, Freunde. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Part angehen, denke ich mal. Entweder ist das Fake Sakura, wovon ich aber mal nicht ausgehe. Ich denke nämlich mal eher, das ist Fake Tsunade.
Die haben wir nämlich noch nicht. Zwei fehlen uns noch, Naruto. Die finden wir auch noch. So, wir gehen schon mal in den Todeswald. Freunde, das war's mit heute. Das war's mit heute, ja. Das war... Was ist das denn? Das war's für heute, wollte ich sagen, mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 natürlich. Und dann sage ich einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und zerstört nicht zu viele Kisten. Bis dato. Tschö, tschö.